Grüß dich, Konstantin, danke für die Einladung. Du betreibst ja die zwei Kan beziehungsweise betreibst ja den YouTube-Kanal Paul Brandenburg und die Website Paul Brandenburg. Und ja, da habe ich in letzter Zeit gehört, dass du aus Deutschland ausgewandert bist. Wieso hast du das denn, wieso hast du jetzt diesen Schritt ergriffen? Ja, ich hatte knapp 60 Gründe in Form von Ermittlungsverfahren wegen im Wesentlichen, was immer 188 StGB. Auf Deutsch Majestätsbeleidigung, auf Rechtsdeutsch Verächtlichmachung und Beleidigung politischer Figuren oder irgendwie sowas. Ein neuer Paragraph, den es seit, ich will nicht lügen, ich glaube rund 2 Jahren gibt und der besagt, dass alle politischen Personen ab der Ebene irgendwelcher Kommunalbeamten, die ja Witze hören über sich, die ihnen nicht gefallen, das ist praktisch eine Verächtlichmachung. Bisher ist da, glaube ich, niemand verurteilt worden, ich vor allem auch nicht, aber die Anzahl der Ermittlungsverfahren türmt sich und mit denen verbunden sind dann so spaßige Dinge wie Hausbesuche morgens um 5:30 und Beschlagnahmung von Computern und solche Sachen. Und es reichte mir jetzt nach rund 3 Jahren, muss man sagen, weil es sich dann auch aufs Privatleben auswirkt. Du musst irgendwann so viel Zeit in die Logistik investieren, dafür sorgen, dass deine Studios und so, und schöne Pseudo-Geschichten wie hinten gibt es nicht überall, das ist natürlich alles Fake jetzt mit dem Riesending, aber dass dein Material sozusagen sicher ist, du fängst an zu überlegen, okay, wo kann ich jetzt noch einen Server hinstellen als Backup-Lösung und wo habe ich noch eine Kamera und eine Akustikausrüstung, die sie mir dann nicht wegnehmen können, die muss ich nicht erzählen. Das geht dann gewaltig ins Geld und wenn du nicht gerade viele Zehntausende ständig überwiesen kriegst aus Russland, was uns ja unterstellt wird vom Team, was aber leider nicht der Fall ist, dann muss man echt gucken. Und ehrlich gesagt, am Ende, ich wollte auch nicht mehr. Also mich dem immer auszusetzen, mein Arbeitsalltag, mein Leben danach auszurichten, wo mich jetzt Behörden wieder schikanieren. Jetzt bin ich mit dem Lebensmittelpunkt im Ausland, mit meinem Arbeit- und Privatleben und halt sehr häufig zu Besuch, formaljuristisch, aus Arbeits- und Familiengründen und bin deswegen im Prinzip immer unterwegs. Aber das gibt mir bei aller Unruhe, die ein Leben auf der Reise mit sich bringt, gibt mir erheblich mehr Ruhe. Weil wenn ich hier zu Hause im Auenland bin, dann mache ich die Tür zu. Wenn Polizisten kommen, dann lächeln die nett und winken und wollen nichts von mir. Also da sind dann Polizisten bei dir zu Hause vorbeigekommen und haben alle internetfähigen Geräte beschlagnahmt, wahrscheinlich zur Ja. Beweissicherung. Ja, das war ja vor mittlerweile 2 Jahren. Das war ja wegen des Vorwurfs der Kriegswaffen, des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Also mir wurde vorgeworfen, ich würde mit Sturmgewehren Milizen ausbilden, um den deutschen Staat zu unterwandern, die Regierung zu stürzen. Du lächelst leicht. Also sagen wir so, ich wünschte mir, irgendjemand würde das tun, muss ich dir ehrlich sagen, aber ich gehöre nicht dazu. Und ein paar, die das angeblich ja gemacht haben, die Rollatoren Reuspürcher, die stehen ja jetzt vor Gericht. Eine Nummer, die mir ähnlich abstrus vorkommt, aber im Endeffekt, nach Stand meiner Ermittlungsakte zu dem Fall, sagt selbst die Kriminalpolizei Berlin, die Kriegswaffen hat es nie gegeben. Der Vorwurf, das war ein böswilliger Ex-Mitarbeiter von mir, der einfach böse war auf mich und mir irgendwas vorwerfen wollte und ja, ist nichts dran. Trotzdem schließen die diese Ermittlungen nicht, führen die immer weiter und verbinden die mit den gerade genannten Fällen von Majestätsbeleidigung. Also man könnte das Justizterror und politische Verfolgung nennen, aber das wollen die Behörden nicht. Du hattest eine Waffe, die du legal besessen hast, oder? Mehrere. Ich bin Sportschütze. Seit ich 18 bin, hatte ich mehrere Langwaffen, also Gewehre und einige Pistolen. Und seit ich 18 bin, gehören die mir. Seit ich 14 bin, schieße ich damit. Also das wussten die. Spaß am Rande. Ich war ja auch für den Polizeipräsidenten Berlin, also das LKA Berlin, Vertrauensperson und war in sicherheitsrelevanten Einsätzen mit denen. Also das wussten die alles sehr, sehr lange. Ich hatte viele Sicherheitsüberprüfungen hinter mir. Und plötzlich fiel denen dann halt ein mit Corona, ich sei eventuell gefährlich. Ja. Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich verfolge so ein bisschen das, was du machst. Und ja, dazu hast du in der Vergangenheit eigentlich nie aufgerufen. Also, wie kommen die dann auf Nee. sowas? Ja, das musst du dann die fragen. Also tatsächlich habe ich einen Brief bekommen, auch von der Waffenbehörde, das ist ja mal eine getrennte Instanz, ne? Die haben parallel zu diesen Strafermittlungen mir erklärt, also meine Waffenlizenzen werden jetzt widerrufen. Es gibt ja bestimmte Dinge in Deutschland allerdings nur, da muss man eine, wie heißt das, eine Zuverlässigkeitsüberprüfung des Staates mit sie machen lassen. Das heißt wirklich so, das heißt, der Staat schätzt ein, wie zuverlässig ist der. Und das ist ein weiter Begriff, da wird dann der Geheimdienst gefragt, was dabei rauskommt, wird ja gar nicht gesagt. Da heißt dann, oder, und was auch immer die sagen, das erfährst du nicht.
Dann werden andere Stellen gefragt, sowas wie das Kraftfahrtbundesamt. Da wird dann geguckt, wie viele Punkte hast du in Flensburg. Ja? Ich bin ja auch Pilot, dafür wird das auch gemacht. Da prüft man noch in Form der deutschen Luftfahrtbehörden gerade, ob man mir in Deutschland vielleicht diese Luftverkehrszuverlässigkeit entziehen möchte. Ist mir mittlerweile egal, ich bin als Pilot nach Österreich ausgewandert mit meiner Lizenz. Also an allen Stellen, wo der Staat sozusagen die Möglichkeit hat, eine Form von, naja, sagen wir, Zuverlässigkeit irgendwie reinzubauen in so eine Erlaubnis, in so eine Erlaubnissituation, da kann er einem in so einem Moment Druck machen. Und eine Behauptung war von dieser Waffenbehörde, Achtung, da muss man genau hinhören, diese Formulierung war schön. Es sei zu befürchten, dass ich meine Vorstellungen, die außerhalb der Rechtsnorm liegen, auf nicht legalem Wege durchzusetzen suche. Da muss man jetzt viel hineininterpretieren. Da steht nicht direkt, wir unterstellen Ihnen, dass Sie mit einer Pistole irgendwo ins Amt rennen und da rumschießen, aber das dürften die wohl meinen, ja? Und man hat natürlich nicht den geringsten Anhalt. Ich habe in meinem ganzen Leben, also seit ich ein kleines Kind bin, habe ich Schusswaffen um mich rum, komme aus einer Familie von Jägern und Sportschützen. Also hätte ich an einer Stelle irgendwo mal als Halbstarker damit umgewedelt und gedroht, ja, dann ist Sense, dann wird alles weggenommen und nie wieder kriegst du irgendwas. Du bist ja unter permanenter Beobachtung in so einem Fall. Also da man da halt nichts hatte gegen mich, kam man dann, meine Vermutung, mit solchen sehr schwammigen Formulierungen. Und versucht mir das irgendwie zu unterstellen. Ja, bis heute klappt es nicht. Und Spoiler, ich glaube auch nicht daran, dass es was bringt, zur Gewalt aufzurufen.